Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Random Nuzlocke. Und wir möchten natürlich, ja, das Hauptquartier abschließen. Logischerweise, denn wir sind im Rocket Hauptquartier, Beerensaft finden wir auch. Und jo, okay, auf geht's. Hier sind die bösen Buben. Ja, genau. Ich war am Mondberg und hab euch umgeklatscht, hab ich euch. Und jetzt klatsche ich euch nochmal um. Ey, Zwielicht, was geht, Kollege? Du kriegst einen Eisstrahl ins Gesicht. Ich hoffe, dir ist nicht zu kalt. So. Ja, ja, unsere Pokémon sind alle gleichmäßig gelevelt. Und es läuft allgemein recht gut. Gengar wäre uns zwar neulich fast gestorben, aber Yuko hat es überlebt. Ziemlich knapp, aber das hat geklappt. Und der A-Level 32 für Komachi. Und was hast du sonst noch? Registeel, ey, Registeel, die Bastard. Einmal austauschen, denke ich. Zurück, Yuyuko. Und nein, er setzt nicht Explosion ein. Schade. Ich hatte darauf spekuliert. Und schlaf mal ein. Vielen Dank. Schlaf schön weiter, hörst du? So, Nachtnebel. Das macht fixen Schaden. Und doch gar nicht mal so wenig. Nämlich 32 KP. Und du schläfst weiter. Reicht das, um dich zu töten? Ja. Kriege ich noch ein paar KP zurück. Sehr gut. Es wird aber mal wieder Zeit, dass unser Kollege Scar auch mal wieder einen Auftritt bekommt. Ich meine, das ist unsere Notfallversicherung. Immer noch. Natürlich setzt du als erstes erstmal nur Scheiß-Pokémon ein. Ist klar, mach das nur. Angriff, Schlag, Schlag. Genau, du kannst mir nicht als so viel anhaben. Mein Angriff steigt weiter. Ja, mach mich nur langsamer. Soll mir recht sein. Mal gucken, wie es dir jetzt agiert. So. Hallo. Du bist auch eine Schallwelle ab. Und One-Hit-KO, obwohl die Attacke nicht sehr effektiv ist. Weil zweimal Schwertanz plus Seidenschal mittlerweile auch. One-Hit eigentlich alles. Das heißt, der Gegner ist einige Level über Scar oder ein Mensa-Tank. Oder irgendwie ein legendäres oder so. Ein normales Pokémon hat jedenfalls keine Chance, das zu überleben. Und da ist er, Giovanni. Hallo, Kollege. Ich bin schwer beeindruckt, du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert Pokémon mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenquarn zu erleiden, du Wicht. Jetzt habe ich dir vorgegeben, ne? Wicht, das ist voll die miese Beleidigung. Oh yeah. Und ich heiße Jasmin, aus irgendeinem Grund. Randomizer und so. Eneko Level 29, ja genau. Ich nehme mal einen Schwertanz. Nein. Fuck you.
Hat sich verliebt, ja, ja. Sei so lieb und greif trotzdem an, ja? Sehr gut. Ska lässt sich nicht von irgendeiner Schlampe da verarschen. Nein, nein. Ska ist ein echter Kerl. Der macht es. Und Schallwelle. Naja, Knuddeluff könnte das sogar überleben. Oder auch nicht. Und zu guter Letzt nochmal. Noch ein Enekuru. Wow. Zumal auf Level 33. Tja, aber dank einmal Schwertanz. Kein Thema. Genau deswegen ist gar die Notfallversicherung. Einfach immer der überall durchswiped. Offensichtlich trainierst du deinen Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meinen Stil und Beweggründe nie verstehen. Diesmal lasse ich dich nur von dann ziehen, weil... Ich meine, ich könnte dich einfach abknallen oder so. Aber nein. Du hast gewonnen, also... Ne, gehe ich jetzt. Bin ganz brav und gebe dir natürlich auch das Silphcope zurück. Weil ich bin so ein netter Typ. Doch, wir werden uns wiedersehen. Das Silphcope hätte jetzt nicht unbedingt da lassen müssen, theoretisch, aber... Okay. Er will es wohl nicht mehr. Das war Giovanni. U1. So. Ey. Kollege, ich habe deinen Boss schon umgehauen. Hast du wohl nicht mitgekriegt, wa? Aber gut. Na komm, da reicht ein Schlitzer. Sag ich doch. Und Level 34. Ach ja. Und Smogmog. Kriegt sich jetzt mal eine Schallwelle reingedrückt, bevor es mir noch um die Ohren fliegt. Und lebt sogar noch. Wow. Respekt. Und Temposchub. Okay, Zeit für Ruckzucki. Ruckzucki mit Ska ist eine gute Attacke. Erstschallgarantie und dank Stab und Seidenschal auch gar nicht mal so schwach. Okay, jetzt können wir zurück nach Lavandia fliegen und den Pokémon-Turm machen, erklimmen. Und jo, da freue ich mich drauf. Heil mal meine Pokémon, du olle Fritte. So. Apropos Pokémon. Wer kommt an die Front? Du kommst an die Front, du brauchst nämlich Level. Und dann... Eigentlich könnte ich auch noch was anderes machen. Ganz ehrlich. Ich könnte auch noch die Arena hier machen, ne? Aber eigentlich möchte ich zuerst einen Pokémon-Turm. Ja, ist wunderschön. Wir sind kein Pokémon gestattet. Was wollte ich eigentlich da? Ich weiß es nicht. Genau. Ach ja. Dann war es dann hier. Noch. Geh mir aus dem Weg, du Pokémon. Versuch das hier. C. Heißer Tee. Ja. Okay. Ja, Lauf gegen die Pflanze ist sehr sinnvoll. Ey. Unser Tee, er riecht so lecker. Ja, natürlich kannst du ihn haben. Ja. Ich weiß, ich darf passieren. Ich möchte nur kurz mich einmal aufladen. Bitte. Danke. Denn dann war ich hier auch schon mal. Und sage schön, dass ich hier war. Kann ich mir die VM beim... die TM beim Psychiater da abholen? Psychologenhaus.
suchst das hier, oder? Ja, genau das suche ich. Es ist nicht Psychokinese wahrscheinlich. Sondern... Hast du mir jetzt ernsthaft Konfusion angedreht? Oh, toll, danke. Konfusion. Wertlos. Egal. Na komm. Fliegen wir einfach. Fliegen. Lavandia. Auf zum Turm. Dann holen wir uns die Puckeflöte. Ach ja. Da ist unser netter Herr Rivale. Und... Okay. Moin, moin. Hallo, es schreibt er, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Ja, ich war ja auch gerade heilen. Das ist kein Wunder, dass die dann fit aussehen. Hallo, Ariados, du kriegst aufs Fressbrett mit einem Flammenrad. Aber Level 29, wow. Schon beeindruckend. Level 32. Perlu. Perlu ist ein Wasser-Pokémon. Warum? Warum tust du mir das an? Ich zieh mich lieber mal zurück. Geben wir dir einen Bohrschnabel. Perlu, du kriegst einen Bohrschnabel. Och, Schnapper. Wurde geschnappt und durch Schnapper verletzt, aber... Bohrschnabel! Voll in die Perle rein. Aua. So, Perlu schon mal besiegt. Ich habe nämlich immer noch kein vernünftiges Elektro-Pokémon. Beziehungsweise ich habe gar kein Elektro-Pokémon, nicht mal ein schlechtes. Kokowai. Bohrschnabel. Das sollte dich umbringen. Genau. Und geht gut, Erfahrungspunkte. Vegani, auch schon wieder. Noch jemand, den man leicht umbringen kann. Sogar nur auf Level 23. Yay. Und Aya freut sich, weil Aya hat ein Level Up. Da würde ich mich auch freuen. Und Hundemorgen nachher. Ich bin mal so frei. Zieh mich zurück, Komachi. Du hast mal wieder einen Auftritt. Und Fontaine. Ja, mach du mal deinen Jaula. Wasserbarsch. Sehr schön. Ja, immer diese gefährlichen Gegner. Und Gary. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin so etwas zu locker angegangen. Wie macht's denn Pokédex, Nervensäge? Ich habe kürzlich einen Dragosso gefangen. Ich habe schon Knogger. Ich bin viel besser als du. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ha, Lusche. Ich glaube, unseren Pokémon gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Einen Knogger suchen. Dann bis später. Tja, muss dein Dragosso halt noch ein bisschen trainieren, dann hast du einen Knogger. Aber ich habe schon eins. Ich bin viel besser als du. Ja, gut, okay. Ja, das Silphcope. Wir haben das Silphcope. Wir können jetzt auch wieder ein Pokémon fangen, ne? Ja, genau.
Ah, da ist ein Item. Item. Ein Wasserstein, danke für die ganzen Entwicklungssteine. Ihr wart, glaube ich, wieder auf sehr niedrigem Level, ungefähr auf dem Rocket-Niveau, so 22, ich glaube 20 bis 24 oder so. Ja gut, dank der erhöhten Levelkurve jetzt 26. Bedeutet mehr EXP für mich und Parasek ist tot. Tja. Und hat Rauhaut. Rocker. Okay. Die Rocker. Oh nein, der Pokémon-Turm wurde von einer miesen Rocker-Gang eingenommen. Furchtbar. Also ehrlich. Habt ihr Rocker denn gar keinen Respekt vor irgendwas? Ey, Gehorz, hi. Du bist gar nicht mehr so ungefährlich, weißt du das? Du bist sogar so gefährlich, dass ich auf Komachi wechsle. Weil ein Erdbeben, ich weiß nicht, ob du Erdbeben schon hast, aber du hast Intensität und Intensität 8. Das wäre schmerzhaft gewesen für Flame. So, Eisstrahl. So. Ein paar KP zurück. Und Erfahrungspunkte. So. Natürlich möchte ich alle Rocker hier besiegen. Aber die alle nur ein Pokémon. Nur mal so gefragt. Flammenrad. Slimer. Noch, Umbrimator. Versuch es mit der Taktik. Ruckzucki. Sehr gut. Nachher. Ich finde die Augen von denen cool auf dem Sprite. Die haben echt coole Augen, die Rocker hier. Und die gucken so... Oh. Ey, du hast mal zwei Pokémon. Zwei Pokémon sind mehr als eins. Und Feuer, Feuer, Feuer. Brenne, du scheiß Katzenvieh. Oh, Heuler. Heul doch. Ruckzuckhieb und weg. Und Level up. Ja, ja, wir kriegen gerade gut EXP. Hey, Nidorina, so eins hatte ich auch mal. Aber dann ist es mir leider weggestorben. Aber was nicht unbedingt schlimm war, weil... Ja. Du warst eh nicht so hilfreich, Mokwina. Ja. Metallmantel. Ach, was soll ich denn mit dem Müll? AP Plus. AP Plus gefällt mir. Und oh, Pokémon fangen. Ein Elektro-Pokémon. Pichu. Ich schreibe eben auf Lavandia Turm. Lavandia Turm. Auf meinen Schauenzettel. Damit ich weiß, ich habe hier schon ein Pokémon gefangen. Ich werde dich mal einschläfern und du sollst auch einen Nachtnebel überleben. Du hast sicherlich mehr als 32 KP. Nachtnebel. Hallo, mein kleines Elektro-Pokémon. Knapp. Wow. Na gut. Und du schläfst und kommst jetzt in einen Ball. Beutel, Beutel, Beutel. Ich bin glücklich. Ein Elektro-Pokémon. Nicht das beste Elektro-Pokémon, aber ein Elektro-Pokémon. Was mich sehr glücklich macht. Ich mag Elektro-Pokémon.
habe ich dich. Es muss auch auf jeden Fall ins Team eigentlich. Erstmal die Frage, wen ich dafür raushaue. Ich brauche halt echt was gegen Wasser-Pokémon. Bis jetzt habe ich gar nichts gegen Wasser-Pokémon. Warum steht da Wald oben drüber? Das kann sogar Erwachsene überwältigen. Ach, wie süß. Pichu. Ja. Pikachu. Pichu. Ja, wie nenne ich dich denn? Wie wär's mit? Bolt. Bolt wurde übertragen in Box 1. Und jetzt bitte Schutz. Du, du, du. Sehr gut. Und dann hole ich mir noch das Item und dann speichere ich und beende den Part. Da-da-da. Ey, Ibitak. Flame. Mach das wie fertig. Und, na, fast. Ganz, ganz knappe Geschichte. Nein, nicht Rauchwolke. Ruckzucki, bitte. Ich will überlegen. Am ehesten würde ich ja Bones raushauen, ne? Ich meine, Bones ist Boden. Das heißt, du bist gut gegen Gift. Wobei Gift jetzt nicht so gefährlich ist im Allgemeinen. Du bist gut gegen Feuer, aber dagegen habe ich auch Komachi. Du bist gut gegen... Du bist gut gegen Elektro. Ja. Schwer, schwer. Wobei, bis ich genug Geld habe, mir Donnerblitz zu besorgen, brauche ich sowieso das Elektro-Pokémon vielleicht nicht unbedingt. Nochmal schauen, ich lasse mein Team erstmal so. Energiestaub. Ja, es ist ein Energiestaub. Ach so. 52 Punkte auffüllt. Okay. Nimm du mal die Führung, Komachi. Und dann... Kloppen wir jetzt nächstes diese gute Dame. Aber das erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.